so, also wir waren aber eigentlich auch in Rostock-Schwerin und in Ex-DDR, also ziehen sie sich da langsam zurück. Wir haben da noch so ein bisschen Probleme. Ich möchte mal alle DDR-Bürger mal drum bitten, sie haben uns unser Hirn ja so doll gelöscht und das ist im Prinzip absolut keine Hirnleistung mehr und das regeneriert sich ja, aber so doll ist es nicht mehr und wir haben so sehr viel vergessen mit unseren ganzen Patenten und so weiter und so fort. Also wenn Sie da irgendwo was sehen, was Ihnen so vorkommt, als wenn es nicht von demjenigen sein kann, besonders wenn es noch irgendwo Altsachen sind oder so, nehmen Sie einfach eine andere E-Mail-Adresse, die Sie nie wieder benutzen, gehen Sie einfach in irgendein Internet-Cup oder so und mailen Sie uns das gerne zu, was das für ein Patent ist. Das reicht uns schon. Dann erkennen wir es wohl schon, ob es unser ist, ne, Nadja? Ja. Das würde uns im Moment sehr helfen, weil das ist wohl wahrscheinlich noch viel, viel schneller, als wir dachten. Ich möchte dazu sagen, ich möchte mich entschuldigen, weil sie denken immer auch, die legen immer nur zu, aber wir wussten gar nicht, was hier los ist und wir wussten gar nicht, dass sie hier gar nichts können. Und ich wusste auch zuerst gar nicht, dass jedes bisschen überhaupt ein Patent ist. Das hat man mir einfach anders gesagt. Und ich dachte, Patente sind umfangreicher mit sehr, sehr vielen Ideen. Also statt 100 Patente habe ich gedacht, eben 100 Patente sind nur ein Patent, als Beispiel. Deshalb stimmen unsere Zahlen gar nicht. Und das wird sagenhaft sein, dass sie uns da an Wissen gestohlen haben, was wir heute einfach nutzen. Und vor allen Dingen, sie geben sich ja das, dass sie es sind. Sie verdrängen ihr eigenes Leben, sie verdrängen ihre Drogensucht, sie verdrängen ihre Kriminalität. Das ist nicht nur kriminell, sondern das ist schwer, schwer krank. Sie leben eigentlich in einer anderen Person und verdrängen alles andere. Ich komme im Moment nicht drauf, wie das heißt. Und wir haben dadurch eine Brutalität erreicht, die sich keiner vorstellen kann. Weil sie es dann einfach mit dem Heroinchen verdrängen. Und Herr Born ist beispielsweise ein Heroinchen. Und schon langjähriges Heroinchen. Und weiß ich bloß nicht, ob man im hohen Alter auch weiter Heroin nehmen kann. Das weiß ich leider nicht, aber was wir hier sehen mit der Stasi, sie haben da jetzt sehr, sehr große Probleme und sie sind sehr, sehr stark gezeichnet. Jedes Jahr sehen sie viel, viel schlimmer aus. Also scheinen sie doch weiter die Droge zu nehmen und keine Medikamente. Aber es kann natürlich auch schon fortgeschrittene Krankheiten ausgelöst von der Droge, die dann immer weiter fortschreiten und die man auch nicht mehr aufhalten kann. Das wissen wir natürlich nicht. Aber unsere Klientel hier von der Stasi und von allen anderen, die mitmachen, haben das Gesicht zur Faust geballt, haben unwahrscheinliche Wut auf uns. Das sollte jeden nachdenklich machen. So, und in der Ex-DDR möchte ich, dass man da für Ordnung sorgt, dass man da schon ein bisschen aufräumt. Wir sind uns noch nicht ganz sicher. Wir überlegen immer mehr, ob man nicht bei der Polizei und Justiz auch Wasserträger hatte, die das Alltägliche machen mussten und die wirklich nichts mit der Stasi zu tun haben. Besonders auch die letzten 22 Jahre, dass sich da vielleicht doch Gruppen gebildet haben, weil wir wissen immer noch nicht, ob das echt war mit diesem angeblichen Sachsensumpf. Was dann natürlich nur von dieser Obersocke oder diesem Oberpolitiker da einfach geblockt wurde, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Es könnte also wirklich sein, dass da doch schon etliche Grüppchen sind, die jetzt besonders wach geworden sind. Dann möchte ich doch schon schön grüßen. Dann machen Sie erstmal weiter, weil wenn Sie sich einbilden, dass Sie nicht da sind, nur weil Sie sie nicht sehen, das ist Geheimdienst, ne? So sind Sie. Das ist nicht besonders schlau, sondern das haben Sie von Anfang an gelernt. Selbstverständlich wollen Sie nicht zu sehen sein, aber Sie werden sonst ganz, ganz schnell beseitigt und wissen gar nicht, woher es kommt. Wie es bei uns hier mit dieser Borte passieren sollte. Wir haben dafür keine Zeugen, nichts. Wir waren ja dann noch eine Stunde später nochmal da. Der Mann wusste gar nichts. Der wusste auch nicht von dem Mann, der da an der Borte stand und was gemacht hat. Er wusste im Prinzip gar nichts mehr. Die standen immer noch unter Schock. Er wusste bloß noch, wie meine Frau weggelaufen ist. Er wusste bloß noch, dass ich gleich gefragt habe, ob da Verletzte sind. Der irgendwann unter der Borte liegt oder so. Also ich habe mich natürlich nicht ums Materielle gekümmert. Ich habe erstmal geguckt, ob da eine Verletzte zum Hilfe braucht. Mehr wusste er leider nicht. Und das sollte doch jedem zu denken geben, dass die einfach reingehen
Und wenn sie eine Chance sehen in ihrer Wut und Panik, weil das jetzt immer schlimmer wird mit uns, der Druck immer weiter steigt, dass man dann auch große Burgen einfach umreißt. Große, massive Burgen aus Stahl, die über die ganze Wand gehen. In der B-Ebene bei der Hauptwache. Ja. Im Moment nicht das beste Verhältnis zur Polizei. Wir hätten gerne die Polizei gerufen, Herr Nadel. Okay. Aber wer weiß, was man denn da noch drauf macht. Ich weiß auch nicht, was sie dafür Befehle haben, aber. Also ich wäre vorsichtig. Also ich möchte auch Frankfurt nochmal sagen, also. Ich wäre hier aber ganz, ganz vorsichtig mit Frankfurt gegen uns. Da sollte ich mal noch was zu sagen beim nächsten Mal, ne?